Hallo ihr da draußen, die ihr wie angekettet vor dem PC sitzt und ein Video nach dem anderen anseht. Ihr wisst nicht, was das Leben wert ist, aber bald, schon sehr bald werdet ihr es erfahren. Habt ihr Lust, ein Spiel zu spielen? Die letzten Worte, die ihr eben gehört habt, sind wohl Worte, die viele von uns kennen. Denn dieses Zitat ist wohl eines der bekanntesten aller Horrorfilmzitate, die es überhaupt gibt. Und die Worte stammen aus dem weltbekannten Horrorfilm Saw. Viele von euch wollten, dass ich nach S nun auch ein paar gruselige Fakten über Saw erzähle. Und da bald der Release von dem neuen Saw-Film Jigsaw ist, kommen hier für euch 10 erschreckende Fakten über den Horrorfilm Saw und Jigsaw. Die Idee hinter Saw. In Saw geht es um einen sterbenskranken Mann, der Jigsaw genannt wird. Er ist die Person, die für die Geschehnisse in den Filmen verantwortlich ist. Doch wenn man die Fallen aus Saw sieht und die Gewissenskonflikte überlegt, die Saw verursacht, dann fragt man sich, wie jemand auf die Idee kommt, so einen Film zu machen. Und die Antwort hier ist überraschend, denn der Produzent Lee Whannell hatte die Idee nicht einfach so. Eines Tages aus heiterem Himmel bekam er auf einmal Migräne und damit verbunden starke Kopfschmerzen. Jeden Tag aufs Neue hatte er diese Kopfschmerzen und war irgendwann davon felsenfest überzeugt, dass dies Anzeichen waren, dass er einen Tumor und damit Krebs hatte. Er ging zum Arzt und ließ sich durchchecken. Doch bevor er die Ergebnisse bekam, ob er nun einen Tumor hätte oder nicht, musste er warten. Die Zeit, in der er auf eine Antwort wartete, war grausam. Doch er stellte sich in der Zeit die Frage, was er oder andere Menschen tun würden, wenn sie erfahren, dass sie bald sterben müssen. Und dann kam ihm die Idee, dass manche Menschen durchdrehen würden und die letzte verbleibende Zeit nutzen, um Menschen, die ihrer Meinung nach das Leben nicht verdient haben, zu bestrafen und vor die Wahl, ein neues Leben zu bekommen, stellen. Wenn ihm diese Idee kam, als er nachdachte, was er selbst tun würde, wenn er sterbenskrank ist, können wir wohl noch glücklicher sein, als wir es sowieso schon sind, dass er keinen Tumor hatte. Jigsaws Schauspieler. Bleiben wir mal direkt bei dem Schauspieler von Jigsaw, Tobin Bell. Er wurde befragt, was er über die Person Jigsaw denkt, die er in Saw verkörpert. Und seine Antwort war unerwartet. Denn er sagte, dass er Jigsaw nicht als eine Art Psychopathen oder wahnsinnigen Mörder sieht. Er sagt, Jigsaw ist mehr eine Art Philosoph, der das tut, was er für richtig hält und Menschen eine Chance auf ein neues Leben gibt. Soweit könnte man jetzt meinen, dass er recht hat, doch denkt man einmal an die 1000 verstörend brutalen Fallen, die Jigsaw so gebaut und benutzt hat, denke ich, fällt einem auf, dass er definitiv doch eine Art von Psychopath ist. Organe im Film. Saw ist dafür bekannt, extrem blutig zu sein. Viele Menschen erinnern sich zum Beispiel weniger an die Story von Saw, sondern vielmehr an die grausamen Szenen, das viele Blut, die schrecklichen Fallen und so weiter. Dies tun sie sehr zum Leid von den Produzenten, die gehofft hatten, dass die Story im Vordergrund steht und hängen bleibt und nicht die grausamen Szenen. Doch wie kann es anders sein, wenn die Szenen, in denen Menschen verletzt werden, so echt aussehen? Und diese Echtheit hat auch einen Grund. Denn immer wenn zum Beispiel Organe im Film zu sehen waren, waren es stets echte Organe. Nur halt nicht Organe von Menschen. Denn es war kein Geld zu den ersten Saw-Filmen da für künstliche Organe. Deswegen besuchten die Produzenten einen Schlachter in der Nähe und kauften Innereien von Schweinen. Überraschenderweise sind aber die toten Schweine, die ab und zu in den Saw-Filmen zu sehen sind, keine echten Schweine. Die Maden, die durch diese Schweine allerdings kriechen, sind schon echt. Die Fallen. Wo wir schon bei den Requisiten sind, müssen wir natürlich auch über die Fallen reden. Sie machen Saw so einzigartig und einprägsam und sind auch das Markenzeichen von Saw. Dies liegt daran, da sie ebenso verstörend wie auch kreativ sind. Es gab zum Beispiel eine Maschine, die Haare und die Kopfhaut rausriss. Ein Loch war gefüllt mit 120.000 Nadeln und natürlich gab es auch den Kieferknacker, die wohl bekannteste aller Fallen. Sie funktionierte wie eine umgekehrte Bärenfalle, sie schlappt also nicht zu, sondern reißt eher Sachen auseinander. Doch das weiß bereits jeder, wo ist hier nun der Fakt? Nun ja, der Fakt ist, dass die Fallen in Saw stets funktionsfähig waren. Es waren keine Requisiten, die erst durch Computereffekte funktionieren konnten. Jede Falle, auch wenn sie absolut ungefährlich für die Schauspieler war, funktionierte einwandfrei. Zum Beispiel die Maschine, die durch Zahnräder die Kopfhaut rausriss.
Mit ihr hätte man tatsächlich so etwas tun können. Die Haare, die in dieser Szene allerdings benutzt werden, waren nicht echt. Wie kommt man auf diese Szenen? Wir wissen ja bereits, dass der Produzent Lee Whannell auf die Idee mit Jigsaw kam, da er selbst Angst hatte, todkrank zu sein. Aber wie kamen die Männer auf andere gruselige Szenen, wie die Saw-Puppe, die sich in Häusern versteckt und dann lacht, oder der Mann mit der Schweinemaske, der über den Boden kriecht und nur im Spiegel der Parkanlage zu sehen ist? Ganz einfach. Viele der Szenen, die in Saw gezeigt werden, sind nicht einfach nur ausgedacht. Nein, sie basieren auf Albträumen, die die beiden Produzenten während ihrer Kindheit von Zeit zu Zeit hatten. Natürlich sind die Szenen im Film leicht abgewandelt worden, aber es stellt sich durchaus die Frage, was haben diese Kinder früher erlebt oder im Fernsehen geguckt, um von solchen grausamen Dingen zu träumen? Schauspieler. Doch die Produzenten haben nicht nur die Szenen erdacht, sondern auch aktiv in den Film mit eingegriffen. Denn für alle, die es noch nicht wussten, der Mann im blauen Hemd aus dem ersten Saw-Film, der in der berühmten Badezimmerszene an ein Rohr gebunden ist, ist tatsächlich der Produzent Lee Whannell selbst. Er hat zudem auch noch die Saw-Puppe, also die erste Saw-Puppe, die es je gab, selbst gebastelt. Meinung über Jigsaw. Wenn es einen Mörder wie Jigsaw in der echten Welt geben würde, dann würden wohl so einige Menschen in Panik verfallen und jeder Mensch, der andere bescheißt oder seinen Partner betrügt, müsste in Sorge sein, eines Tages angekettet an irgendeinen grausamen Apparat aufzuwachen. Also müsste doch jeder Mensch von Jigsaw eigentlich abgestoßen oder angewidert sein. Doch eben das ist nicht der Fall. Es gibt überraschend viele Menschen, die Jigsaw nicht als einen Verbrecher sehen, sondern für eine Art Helden halten, da er Menschen bestraft, die schlimme Dinge tun, sie aber nicht selber umbringt. Er gibt ihnen lediglich eine Art zweite Chance und stets die Chance zu entkommen. Zudem ist sein Ziel, dass seine Opfer das Leben wieder wertschätzen werden, auch wenn sie dafür manchmal andere verletzen oder sich selbst töten müssen. Aber gut, es gibt auch Menschen, die mit Serienkillern sympathisieren können. Wie geht Saw weiter? Mit Saw 3D endete die berühmte Horrorfilmsaga vorerst. Die Produzenten wollten nicht auf Krampf irgendeinen neuen Saw-Film rausbringen, nur damit es einen neuen Film gibt. Doch sie sagten nicht, dass es überhaupt keine Saw-Filme mehr geben wird. Sie wollten nur darauf warten, bis ein Skript kommt, das so gut ist, dass man es verfilmen muss. Jahrelang kam nichts. Doch nun dauert es nicht mehr lang, bis der Horrorfilm Jigsaw in die deutschen Kinos kommt. Ob der Film wirklich ein würdiger Nachfolger ist, muss jeder dann wohl für sich selbst entscheiden. Alle Saw-Teile. Wer sich nun in die richtige Stimmung für Saw noch bringen will, bevor der Film rauskommt, der könnte ja alle vergangenen Teile in einem Marathon gucken. Doch auch hier gibt es eine interessante Info, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Denn wenn man die Laufzeit aller Saw-Filme, die es bisher gibt, addiert, so hätte die Saw-Reihe eine Gesamtlänge von 11 Stunden und 6 Minuten. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders, doch das sind 666 Minuten am Stück. Und wie fast jeder weiß, ist 666 eine Zahl, die häufig in Verbindung gebracht wird mit dem Teufel, Dämonen oder allgemein mit Tod und Unglück. Ob dies ein Zufall war, wage ich zu bezweifeln. Saw selbst erleben. Doch kommen wir nun zum letzten Fakt dieser Liste. Denn wem die Filme, Comics und Videospiele, die es zu Saw gibt, nicht reichen, der kann sich auch mit einer anderen Aktivität die Zeit vertreiben. Denn mehrfach auf der Welt, aber auch in der deutschen Großstadt Nürnberg, gibt es eine besondere Art von Escape oder Break Room. Escape-Spiele oder Escape Rooms sind Spiele, in denen man mit anderen Leuten eingesperrt wird und herausfinden muss, wie man am besten entkommt. Die Themen für diese Spiele sind unterschiedlich. Von Entkommen aus einem Gefängnis bis hin zu Entkommen aus deinen Träumen gibt es eigentlich alles. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass man auch aus der berühmten Badezimmerszene aus Saw 1 entkommen kann. Also, wenn ihr die Schrecken von Saw selbst erleben wollt, dann solltet ihr vielleicht so ein Breakroom mal besuchen. Gut, das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr eine Bewertung da lassen und schreibt doch in die Kommentare, was ihr vom Saw-Franchise haltet und welchen Horrorfilm ich auch noch mit Fakten vorstellen soll. Abonnieren könnt ihr auch, nur so nebenbei. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.